Hunde sind gesellige Tiere und in den meisten Fällen auch sehr anhänglich und sie wollen uns zeigen, wie sehr sie uns lieben. Aber wie können wir wissen, ob wir die Lieblingsperson unseres Hundes sind? In diesem Video nennen wir dir 6 Anzeichen, die dir verraten, dass du der Auserwählte bist. Nummer 1. Er erwartet dich zu Hause. Jeder Hund, der Liebe und Zuneigung für seinen Besitzer empfindet, wird wachsam sein, wenn er in sein Zuhause zurückkehrt und ihn mit einem Anflug von Verbundenheit und Aufregung empfangen. Seine Freude wird sich bis zur Bewegung zeigen und er wird eine positive, glückliche und entspannte Körpersprache zeigen, wenn er mit seinem Besitzer interagiert. Er wird keine Haltung zeigen, die mit Angst oder Stress zu tun haben. Nummer 2. Er möchte mit dir spielen. Die Lust am Spielen ist zweifelsohne ein klarer Indikator für Wohlbefinden. Wenn ein Hund eher mit dir spielen will, ist das ein Zeichen dafür, dass eine gesunde und positive Bindung zwischen euch besteht. Nummer 3. Er schaut dich an. Sieht dich dein Hund an, wenn du mit ihm sprichst? Ist er aufmerksam auf alles, was du tust? Wenn sie auf unsere körperlichen Handlungen und unseren Gemütszustand achten, bedeutet das, dass sie sich dir nahe fühlen. Die Aufmerksamkeit, die du bekommst, sollte direkt proportional zu der Zuneigung sein, die sie für dich empfinden. Nummer 4. Er folgt dir überall hin. Es stimmt zwar, dass manche Hunde unabhängiger sind als andere, aber die meisten sind sehr aufmerksam auf unsere Bewegung. Vor allem zu Hause ist es völlig normal, dass unser Hund uns überall hin folgen möchte. Das zeigt nämlich, dass ihr eine positive Beziehung zueinander habt. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Aufmerksamsein und Trennungsangst entwickeln. Nummer 5. Er leckt dich ab. Hunde mögen es, wenn sie wissen, dass es ein Verhalten sein kann, das uns erfreut. Oft verstärken wir dieses Verhalten mit Streicheleinheiten und positiven Worten. Wenn ein Hund dich ableckt, bedeutet das, dass er sich bei dir sicher fühlt, dir gefallen will und dir Zuneigung zeigen möchte. Und Nummer 6. Er tröstet dich. Auch wenn wir es nicht ganz verstehen können, warum Hunde bestimmte menschliche Emotionen wie Traurigkeit wahrnehmen können, erkennen sie, dass unser Weinen dem von Hunden ähnelt. Und komm, um uns zu trösten, wenn wir uns schrecklich fühlen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.